Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema die Ableitung von impliziten Funktionen. Wir werden uns also eine Formel herleiten, mit der wir die Grenzrate der Substitution in wirtschaftswissenschaftlichen Beispielen besonders schnell und einfach ausrechnen können. Zur Herleitung dieser Formel müssen wir noch ein bisschen Mathe stemmen, aber danach die Lösung, die wir bekommen, wird schön und einfach anzuwenden sein. Um jetzt diese Herleitung zu beginnen, schauen wir uns also das Problem nochmal an. Der Startpunkt war also, dass wir irgendeine Funktion, beispielsweise eine Produktionsfunktion oder eine Nutzenfunktion, in Abhängigkeit von zwei Argumenten, in den Wirtschaftswissenschaften häufig zwei Faktoren genannt, haben, deren Output-Niveau fest vorgegeben ist. Und dann können wir nur eine der beiden Variablen frei wählen. Hier sagen wir, wir wählen x1 und dann ist x2 implizit als Funktion von x1 festgelegt. Und interessiert sind wir an der Ableitung dieser impliziten Funktion f von x1. Schreiben wir uns also diese implizite Definition nochmal hin. Groß f soll konstant sein und die Faktorkombination ist x1 und f von x1. Und die müssen wir jetzt auf beiden Seiten nach x1 ableiten. Auf der rechten Seite ist das relativ einfach. Die Konstante hängt ja gar nicht von x1 ab. Die soll ja eben unabhängig davon sein. Das heißt, beim Ableiten wird die 0 ergeben. Und auf der linken Seite brauchen wir sowas wie die Kettenregel, weil wir eine Verkettung von zwei Funktionen haben. Schauen wir uns also das auf der linken Seite nochmal an. Da haben wir also eine Hintereinanderausführung von zwei Funktionen. Zunächst einmal haben wir die beiden Argumente, die beide als Funktion von x1 ausgerechnet werden. Ja, das habe ich hier hingeschrieben als eine Funktion g von x1. Das erste Argument ist einfach x1 und das zweite ist eben dieses f von x1, wobei f implizit festgelegt ist. Und weil das jetzt also eine vektorwertige Funktion ist, habe ich sie hier mal fett geschrieben als fett g von x1. Und die liefert mir also den Vektor der beiden Faktoren und auf dem kann ich dann die Funktion groß f ausführen. Und wenn ich jetzt die Ableitung bilde, dann kann ich das totale Differential df dx1 bilden und dann bekomme ich die übliche Kettenregel, das ist die äußere Ableitung, immer noch eingesetzt an derselben Stelle, mal die innere Ableitung, so wie wir das auch aus dem Eindimensionalen kennen. Und die innere Ableitung, das g' von x1, ist jetzt einfach die Ableitung von beiden Argumenten, x1 abgeleitet ist 1, und f von x1 abgeleitet ist f' von x1. Und die äußere Ableitung, groß f', kann ich ja bilden. Dafür brauche ich nicht diese implizite Funktion zu kennen. Da muss ich einfach nach dem ersten Faktor x1 und nach dem zweiten Faktor x2 ableiten. Und dann bekomme ich damit eine Gleichung, in der meine gewünschte Größe, dieses f' von x1, drinsteckt. Danach wollen wir auflösen. Das ist die Grenzrate der Substitution, die gesuchte Ableitung. Setzen wir das also einmal beides ein. Die äußere Ableitung ist die Kombination aus der partiellen Ableitung nach x1 und der partiellen Ableitung nach x2. Und das multipliziere ich dann mit meinem Vektor 1 und f' von x1. Multipliziere ich also die 1 daran, das f' daran und addiere beides auf. Und bekomme als totales Differential f'1 plus f'2 mal klein f' heraus. Kombinieren wir das also und bilden jetzt auf beiden Seiten dieser Gleichung die Ableitung. Dann haben wir links das df dx1 stehen, was wir gerade ausgerechnet haben, und rechts die Konstante fällt eben weg, weil die weder von x1 noch von x2 abhängt, ja eben nicht abhängen soll. Und auf der linken Seite haben wir das stehen, was wir uns gerade klar gemacht haben, f'1 plus f'2 mal klein f'. Und das muss ich jetzt nach dem Ding hier auflösen. Wenn ich das groß f kenne, kann ich diese beiden Ableitungen leicht ausrechnen und erhalte dann das klein f' als Quotient davon. Ja, wenn ich dann sage, ich schreibe das hier mal verkürzt hin,
ohne die ganzen Argumente. Dann muss ich jetzt noch durch f2' dividieren. Dann bekomme ich also das hier heraus. Das klein f' ist minus die Ableitung von die partielle Ableitung von dem Groß F nach x1 dividiert durch die partielle Ableitung von Groß F nach x2. Auch hier nochmal sauber mit allen Argumenten hingeschrieben. Und das g haben wir dann nirgendwo mehr stehen, weil ja g von x1 nichts anderes ist als der Vektor von x1 und x2. Und statt x2 hätte ich auch f von x1 schreiben können, ich kann aber auch einfach x2 schreiben. Und das halten wir nochmal als Satz fest, die Ableitung von impliziten Funktionen. Wenn ich eine Funktion f von x1 und x2 gegeben habe und x2 implizit als Argument von x1 festgelegt ist und eine stetige Ableitung hat, dann gilt, dass f' von x1 gleich minus f1' dividiert durch f2' ist. Und das kann ich in der Regel sehr viel leichter ausrechnen, als wenn ich explizit nach f von x1 auflöse. Zusatzbemerkung, wenn es umgekehrt ist, ich kann natürlich auch x1 als Funktion von x2 festlegen, dass ich mir den zweiten Faktor vorgebe und wissen möchte, was für den ersten herauskommt, dann ist die Ableitung davon natürlich einfach der Kehrwert. Das ist dann f2' dividiert durch f1'. Also einfach der Kehrwert von dem, was da herauskommt. Kommt also auf die Richtung der Fragestellung dann im Zweifelsfall an. Schauen wir uns das nochmal als Bild an. Was haben wir da gemacht? Wir hatten x1 und x2 als mögliche Faktorkombinationen. Auf dieser blauen Linie der impliziten Funktion f von x1 haben wir alle Faktorkombinationen von x1 und x2, die dasselbe Output-Niveau erreichen. Also irgendein Output-Niveau Q hat man das vorher auch schon mal genannt. Und dann halten wir zum Beispiel das x1 fest und wissen, was das x2 ist. Und wenn wir das x1 senken, muss ich das x2 erhöhen. Und um wie viel können wir dann ausrechnen, wenn wir das f von x1 explizit kennen? In einer Nachbarschaft um diesen Punkt drumherum können wir das aber auch durch die Ableitung, sprich die Steigung dieser roten Tangente bestimmen. Und das ist das, was uns dieser Wert angibt, das Verhältnis der beiden partiellen Ableitungen, mal minus 1. Schauen wir uns damit nochmal die Musteraufgabe 854 an, die wir jetzt mit diesen Ableitungen der impliziten Funktionen lösen. Wie sah da die Produktionsfunktion aus? Das war eine quadratische Funktion, x1 Quadrat plus 5 mal x1 mal x2 plus x2 Quadrat. Von dieser Funktion die partiellen Ableitungen bilden, ist extrem einfach. Wenn ich nach x1 ableite, bekomme ich 2 mal x1 plus 5 mal x2 und der Term fällt weg. Wenn ich nach x2 ableite, fällt der Term hier vorne weg. Bei dem bekomme ich 5 mal x1 heraus und hier hinten 2 mal x2. Habe ich die beiden partiellen Ableitungen und wenn ich dann die Grenzrate der Substitution an der Stelle 3 bestimmen möchte, muss ich mir nur minus das Verhältnis der partiellen Ableitungen ausrechnen. Setzen wir da einmal ein. Wir wollten die Faktorkombination 3, 5 haben. Da haben wir 2 mal 3 ist 6 plus 5 mal 5 ist 25, 6 plus 25 ist 31 und das Ganze dividieren wir durch 5 mal 3 plus 2 mal 5. Da haben wir 10 plus 15 sind 25. Und minus dieses Verhältnis ist die Ableitung dieser impliziten Funktion und das ist minus 1,24. Wir erhalten also genau das gleiche Ergebnis, wie wenn wir das Ganze zu Fuß rechnen, so wie im vorigen Video, wo wir zunächst explizit diese quadratische Gleichung aufgelöst hatten nach x2 und dann diese Funktion, die wir da erhalten haben, abgeleitet haben und dann eingesetzt haben. Und auf dem Weg
geht das Ganze natürlich viel schneller. Die Interpretation ist aber die gleiche wie vorher. Wenn sich in dieser Situation, wo ich mit der Faktorkombination 3, 5 produziere, der Faktor 1 um eine marginale Einheit erhöht, dann kann der Faktor 2 um 1,24 marginale Einheiten gesenkt werden oder umgekehrt.